Ja, neben mir ist jetzt der Mario Kinsel. Mario, du hast dich für ein SV Lanach entschieden, nachdem die Angebote doch sehr, ja, du hast ja einfach die Qual der Wahl gehabt. Warum der SV Lanach? Ja, mir hat, bevor ich bei Lanach unterschrieben habe, hat mich noch der Leonardo von Paris Saint-Germain angerufen. Und ja, es hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Ich finde Paris eine super schöne Stadt und alles, aber ich habe ihm dann einen Tipp gegeben, holst den Beckham aus Los Angeles, der ist nicht mehr glücklich drüben. Und ich habe gesagt, für das Geld muss ich nicht unbedingt weg aus Graz, weil mir gefällt es eigentlich ganz gut und für die 10 Millionen netto im Jahr, da, warum? Vor eineinhalb Jahren hat es eher da noch ausgeschaut, dass du zu SK Sturm wechselst und nicht jetzt der Mario Kinsel zu Lanach. Warum jetzt doch dieser Fall in die Unterklassigkeit? Ja, das war nicht nur ein Gerücht, da war sehr viel Wahrheit dabei. Wir waren ja schon fortgeschritten bei den Vertragsverhandlungen. Dann ja, hat sich leider der Franco Foda für einen Darko Bodol entschieden. Ja, so ist es im Fußball, aber wie gesagt, ich bin froh, in Lanach zu sein. Jetzt ist aber doch ein Unterschied, da mit diesen Bloßhaxerten da in einer Mannschaft zu spielen, die vor eineinhalb Jahren noch ein Autogramm von dir geholt haben, die dich im Misserfolg als Millionär beschimpft haben, als Scheißmillionär. Jetzt stellst du dich doch auf diese Stufe mit diesen Barfüßigen. Ja, Autogramme holen sie sich jetzt noch immer, das mit dem habe ich kein Problem. Millionär, zu Recht haben sie mich da geschimpft. Und ja, für mich ist das kein Problem. Ich habe meinen Privattrainer, ich ziehe mich in einer eigenen Kabine um. Ich kriege nicht viel mit, was da rundherum passiert. Das ja, interessiert mich eigentlich nicht. Noch ein Wort zu Mario Kinsel. Du hast ihn jetzt kennengelernt. Weiß nicht, vor eineinhalb Jahren hast du noch Autogramme von ihm geholt. Hast geschrien, Messias, Messias. Wie er aus der Kabine damals rausgegangen ist. Ich war dabei da. Jetzt erlebst du ihn, ich sage mal, hautnah. Wie ist das jetzt? Aus dieser Sicht das Ganze zu erleben? Ja, der Mario ist ja ganz ein bodenständiger und man muss auch ein großes Kompliment an den SV Lanach da machen in diesem Wege, weil das ist ja in Wahrheit ein medialer Schachzug gewesen, da einfach den ganzen Druck von den wahren Führungsspielern zu nehmen und den Mario da einfach vorzustellen. Und jetzt haben wir, die wirklichen Führungsspieler, einfach mehr Luft, sage ich mal, und können mit dem Druck dann besser umgehen, weil eben an einer anderen Person hängt. Der Wechsel nach Liechtenstein, da hat es ja immer das Gerücht gegeben, dass du nur das Schwarzgeld, das du in deinem Laufe deiner Karriere in Liechtenstein gebunkert hast, dort abholen willst. War das wirklich der wahre Grund, um der Wechsel dann nach Liechtenstein zu Vaduz? Definitiv, ja. Ich bin jetzt auch ein bisschen froh, dass mich der Karl-Heinz Grasser ein bisschen aus der Schusslinie genommen hat. Hoffe natürlich, dass die österreichische Finanz weiter immer auf die Fersen bleibt und ich mache mir jetzt ein schönes Leben. Ja, was viele ja nicht wissen, du hast ja damals in der Euphorie vom Meistertitel vom SK Sturm den Namen des damaligen Kapitäns Mario Kinsel auf die rechte Bobacke tätowieren lassen. Ist das jetzt im Nachhinein doch vielleicht eine falsche Entscheidung gewesen, weil jetzt kann es ja doch ein bisschen peinlich sein, wenn man da zusammen duscht? Nein, eine absolut richtige Entscheidung, die ich überhaupt noch nicht bereue. Vor allem, ich habe immer gewusst, dass ich, wie gesagt, mit dem Mario Kinsel einmal zusammenspielen werde. Und für den Mario Kinsel ändert sich in der Hinsicht gar nichts, weil bei Sturm hat er quasi für den Ivo die Drecksarbeit gemacht, in Lanach macht es halt für mich. Super, dann sage ich Dankeschön fürs Interview. Willst du noch irgendwas sagen oder einen Gruß, eine Grußbotschaft an die vielen tausenden Internet-User da vielleicht? Nein, brauche ich nicht.